wird viele, viele Themen geben, die heute wahrscheinlich angerissen werden in dieser Veranstaltung. Aber das A und O und aus meiner Sicht verfolgt das gleiche Ziel auch der Regionalverband, der in seinem Sozialbericht auch nochmal festgestellt hat, wo eigentlich der Ballungsschwerpunkt für die soziale Problematik ist und dass man auf diesem Hintergrund auch überlegen muss, wo werden in Zukunft Mittel, Projekte auch gebündelt, um diese Themen anzugehen. Wir können nicht überall eine Gleichschalterei in diesem Land durchführen. Wir müssen sehen, wo sind die Schwerpunkte, wo sind die Spezialitäten in den Landkreisen, in den Kommunen. Und dementsprechend muss die Politik auch die Thematik anpacken. Und ich wünsche mir, dass wir in der heutigen Veranstaltung auch einen Grundstein dafür legen können. Es sind ja Vertreter aller Bereiche da, die in unserer Stadt tätig sind, aber auch darüber hinaus. Und dass wir vielleicht noch mal zu einer neuen Schwerpunktsetzung kommen. Manchmal ist so ein Wunsch, den ich auch schon in meiner Zeit als Sozialdezernentin öfter geäußert habe, wenn wir heute einfach das Geld nehmen würden, dass wir für soziale Maßnahmen, für Jugendhilfemaßnahmen ausgeben und uns alle Projekte und Träger mal wegdenken, die wir zurzeit haben und über die die Mittel verteilt werden und die aktiv sind. Und wenn wir neu verteilen könnten, wie würden wir das eigentlich machen? Und ich würde mir wünschen, dass man auf dieser Basis auch nochmal eine offene Diskussion beginnen kann, weil die Themen sich in der Tat verändern und die Schwerpunkte sich auch verändern und dass wir hier eine offene Diskussion haben und diese Diskussion dann auch wirklich führen an den Problemen, an den Menschen orientiert. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute eine gute Veranstaltung mit vor allen Dingen Ergebnissen, die dann auch in die Politik hineinstrahlen, sodass wir dann auch die Menschen, die es besonders nötig haben in unserer Stadt, nicht vergessen werden und dafür auch die passenden Instrumente in Zukunft haben werden. Vielen Dank. Und was mich besonders freut, ist, dass viele, auch meine alten Kolleginnen und Kollegen, ich war ja lange Zeit Sozialdezernentin hier, sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch darüber hinaus Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten Saarland heute hier anwesend sind zu dieser Auftaktveranstaltung. Und das zeigt einfach, dass das Thema Sozialbericht oder Soziales ein wichtiges Thema in der Politik ist, obwohl man vielleicht in den letzten Jahren etwas den Glauben daran verlieren könnte, wenn man die politische Debatte insgesamt sieht und vor allen Dingen auch die besorgniserregende Entwicklung in unserer Gesellschaft, nämlich die Prekarisierung unserer Arbeitswelt mit all ihren sozialen und individuellen Problemen, die wir haben und damit auch die Angst im Prinzip breiter Bevölkerungsschichten vor Armut. Und insbesondere die Zunahme der sozialen Ungleichheit. Und das empfinden ganz viele Menschen, weil die Entwicklung in den Stadtteilen ist nicht nur eine städtebauliche Entwicklung, sondern eine soziale Entwicklung und nicht nur Geld auszugeben für Beton, sondern das Soziale und insbesondere die Menschen. Aktivierung der Menschen ist uns ein ganz besonderes Anliegen. Wir haben auch die Gemeinwesenprojekte, davon sind ja auch einige Vertreterinnen und Vertreter heute hier, die seit vielen Jahren zur Sozialpolitik ein ganz, ganz wichtiger Baustein unserer Sozialpolitik sind in der Landeshauptstadt Saarbrücken und die bundesweit fast einmalig sind. Und sie verteidigen sie auch immer in den Haushaltsberatungen, dass die Zusammenarbeit mit den Gemeinwesenprojekten und mit vielen anderen Partnern, die sie mittlerweile aufgebaut haben, auch so weitergehen kann. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Basis in unserer Stadt.